Guten Morgen zusammen. Ich habe gerade ein Päuschen gemacht und habe entdeckt, im Hintergrund, hinter meinem Garten, ist der Baum voller Kakadus, voller pinker Kakadus. Und ja, irgendwie finde ich nur die und meine grün-blauen Papageien, die fliegen andauernd weg, wenn ich ein Foto machen will. Aber das ist ja auch ganz nice. Die nerven nach einer Zeit nur. Ein bisschen vom Geräusch her, aber sobald das nicht so früh morgens ist, finde ich das noch vollkommen in Ordnung und ist auch ganz nett anzuschauen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Man kann halt leider nur nicht lange stehen, weil ansonsten ist man gleich überhäuft von Mücken, Fliegen und Ameisen, die an einem hochklettern. Man merkt das erst ein bisschen später. Ja, das ist Australien, würde ich sagen. Also macht's gut, bis dann. Hallo zusammen. Ja, wie ihr im Hintergrund seht, mega geiler Sonnenuntergang. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich habe heute ja eigentlich viel geschafft. Ich habe heute gekocht, Lunch und Dinner, habe das Quarter geputzt, die Küche, habe mein Haus ein bisschen geputzt, bin dann noch zu Chaneys Haus rüber und habe da Gardening gemacht, 6 Körbe Wäsche gefaltet, mit den Kindern gespielt. Jetzt ist halt 6:15 und ich habe gedacht, ich setze mich einfach mal ins Auto und mache hier eine kurze Aufnahme, weil mit dem Background ist schon mega cool. Und hier ist fast jeden Abend irgendwie ein geiler Sonnenuntergang. Und ich habe gedacht, daran lasse ich euch auch mal ein bisschen teilhaben, weil ja, man sieht halt wirklich, es ist nur Feld und dieser geile Sonnenuntergang. Und das ist schon mega, mega Hammer. Ansonsten, ich bin jetzt, diese Woche fängt meine 4. Woche auf der Farm an. Und ich bin mega glücklich, auf der Farm zu sein, auch wenn es manchmal so, ja, Gardening und Digging, also Unkraut jäten ist jetzt halt auch nicht das Geilste, aber ist auch nicht das Schwerste. Und ich mag die Kinder auch total. Und deswegen ist es halt gar kein Problem. Und ich mag es mega. Und das Kochen ist eine Herausforderung, aber es macht mega Spaß. Und ja, was will ich mehr? So, ich habe mein Farmleben, was ich halt in Australien machen wollte, das war auf meiner To-Do-Liste, auf der Bucketlist, dass ich halt mal auf einer Farm in Australien gearbeitet habe, beziehungsweise mal kurz gelebt habe. Und jetzt kann ich sagen, hey, ich war 3 Monate auf einer Farm in Australien. Ich habe gearbeitet, ich habe das Leben mitbekommen. Wir haben, was ich euch noch gar nicht erzählt habe, wir hatten Freitag ein richtig geiles Barbecue. Das war mein erstes Barbecue in Australien. Und ja, wir waren dann halt mit der Familie da. Die haben richtig geiles Fleisch gehabt. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir waren irgendwie bis um Mitternacht da. Und das war einfach mal cool, mit denen so zusammenzusitzen, Barbecue zu haben. Mega, mega geiles Feeling. Und wenn man in Australien ist, muss man auch ein Barbecue haben. Das muss man einfach. Und das war mega, mega cool. Ansonsten gibt es auf der Farm auch noch Schafe. Ich glaube, 50 Schafe gibt es. Und 3 Hunde. Und diese Hunde haben alle eine unterschiedliche Persönlichkeit. Und das ist auch mega geil. Also richtig, richtig Hammer. Und ja, wie ihr seht, geht da jetzt gleich die Sonne richtig unter. Das heißt, ich mache mich wieder ins Auto, fahre langsam zurück, weil dann kommen die Kängurus hier wieder auf die Straße gesprungen und da muss man doch ein bisschen aufpassen. Ja, werden ins Quader fahren, werden ein bisschen Dinner essen, duschen und halt den Tag zu Ende gehen lassen. Und dann fängt morgen wieder was Neues an. Und ja, es ist Abwechslung pur, es macht Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen, geht auf eine Farm in Australien, macht es einmal mit. Nicht nur um die 88 Tage für Second Year voll zu kriegen, sondern einfach auch der Erfahrung willen. Für mich ist das halt, ich will die Erfahrung mitnehmen, das Geld und der Rest ist halt so Nebensache für mich. Second Year war ich gar nicht drauf aus und halt einfach hier zu leben, das mitzukriegen. Und die Jungs, mit denen ich zusammen wohne, Nico und Jared, habt ihr jetzt schon kennengelernt. Mit denen ist das auch mächtig geil, zusammenzuleben. Ich glaube, irgendwann geht es halt auch auf den Piss, aber bis jetzt kann ich noch nicht meckern. Mal schauen, wie es nach 3 Monaten aussieht, aber das erfahrt ihr dann wahrscheinlich in einem neuen Video. Also, ich verabschiede mich damit, wünsche euch eine schöne Woche und bis dann, macht's gut!